schönen Menschen, herzlich willkommen im Jahre 1997. Ja, und was war eigentlich 1997? Ich hatte eigentlich für euch was nachrecherchiert, aber die Vorfreude war so groß auf den Opel Astra, dass ich überhaupt nicht dazu gekommen bin, das im Gehirn zu speichern. Ich sitze in einem 97er Opel Astra F, der gehört dem Phil. Da ist er anwesend, der Kamerafrau ist anwesend. Hallo Kamerafrau. Hund ist auch anwesend. Die ruht sich gerade aus. Ja. Sehr schön, müde getobt. Warum habe ich mich so sehr auf ein Opel Astra F gefreut? Ein Brot- und Butter-Auto, was millionenfach gefahren und millionenfach dem Rost zum Opfer gefallen ist. Ganz einfach. Ich habe so ein Ding als erstes Auto gehabt. 93er Baujahr, in genau dem gleichen Rotton, wie du ihn hast. Und in genau dem gleichen Ausbleichungsgrad, wie manche Teile hier auch. Das ist Opel Astra aus den 90ern, Opel Corsa aus den 90ern. Ebenso viele verschiedene Rottöne wie Karosserieteile das Auto hat. Das hat man manchmal so entstehen sehen. Gemessen daran ist der hier wirklich, wirklich noch gut beisammen. Und das zeigen wir euch jetzt. Porn ab! Ein paar technische Daten, denn diese martialische Erscheinung erfordert natürlich auch die standesgemäße Motorisierung und das sind in dem Fall unglaubliche 1,4 Liter Hubraum, 60 PS und jetzt haltet euch fest, 103 Newtonmeter Drehmoment. Das muss man fahren können, oder? Und weil die ganze Furia mit 980 Kilo auch gar nicht viel wiegt, reichen tatsächlich die 5 Gänge in dem F13-Getriebe oder was das auch immer hier ist, zum Erreichen von Spitzengeschwindigkeiten, die die Frage aufkommen lassen, muss das wirklich sein? Ist doch dann irgendwo schon bei Tacho 190 Todessehnsucht im Spiel. Aber hey, das Auto hat andere Talente und gerade mit den Setups, die du eingebaut hast. Erzähl doch gerne mal, wie bist du so zu dem Auto gekommen und vor allem, wie ist das Auto zu seiner Kriegsbemalung gekommen? Das Auto habe ich mir tatsächlich als Winterauto gekauft, weil ich sonst mit dem Fahrrad auf Arbeit fahre und dann doch im Winter nicht auf vier Räder verzichten wollte. Tatsächlich ist das noch eins dieser begehrten 500-Euro-Fahrzeuge, die man wirklich für unter 500 € kaufen konnte. Wow. Bisschen was dran gemacht, Hauptuntersuchung mit Bravour bestanden, jetzt seit anderthalb Jahren in meinem Besitz und er wird gehegt, gepflegt und genutzt. Er darf leben. Er darf leben, ja. Wie man vielleicht auch sieht. Ja, dann, wie hat er die Kriegsbemalung erhalten? Ja, Cabbage Run ist halt so ein mittlerweile sehr bekanntes Thema. Kumpel und ich, wir waren da mit unterwegs, mit anderen Freunden noch zusammen. Hatten natürlich mega geile Ideen, wie man denn das Auto noch gestalten könnte. Wir waren zu doof zum Umsetzen, haben es dann irgendwie sehr einfach gehalten. Haben dann ein, zwei Upgrades verpasst. Aber Hupe geht. Hupe geht, Licht geht. Was willst du mehr? Ja. Genau. Dank dieses wunderbaren Leichtbaukonzepts ist es durchaus machbar und möglich, dieses Fahrzeug mit unter 7 Litern zu bewegen im Alltag. Ja, also ich gesagt, unter 7 im Alltag und unter 6 tatsächlich, wenn du entsprechend gemütlich fährst und nicht durch die City musst. Das ist schon dafür, dass wir hier ja ein konstruktiv, ich weiß gar nicht, wie alt der Motor, der auf dem C14 NZ basiert, hier als X14 SZ mit anderer Zündanlage. Ich weiß nicht, wie alt der konstruktiv ist. Auf jeden Fall 80er. Ups. Naja, egal. Ausfahrt vergessen. Es gibt noch mehrere. Es gibt weitere Wege. Alle Wege führen nach oben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall 80er oder ich weiß gar nicht, ob er konstruktiv sogar noch älter ist. Also ein ganz, ganz simples Eisenschwein, zwei Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle.
eine Literleistung, die Garant dafür ist, dass solange dieser Motor irgendwas Ölähnliches hat und einen relativ frischen Zahnriemen, er eigentlich ewig läuft. Ja, kaum Ölverlust. Kaum. Kaum, also Ölverbrauch ist wirklich nicht vorhanden. Ja. Ich war jetzt nach dem Cabbage Run, das waren ja ungefähr so knapp 3000 Kilometer, war ich jetzt dann doch nochmal 14 Tage in England, habe inklusive ab Dresden knapp 8500-600 Kilometer mit dem durchweg gefahren innerhalb von 14 Tagen. Ja. Hatte ich schon mal irgendjemand gefragt, ob du nicht Schiss hast mit so einem alten Auto und so einer alten Technik? Nö, du, das Fahrzeug hat Rumänien überlebt, also was soll da jetzt noch passieren? Ja, das beste, ja. Beste Qualitätsbeweis war. Du kriegst fast überall Teile für die Dinger. Ja. Es ist einfache Technik. Verbrauch ist, wie gesagt, richtig phänomenal. Das Ding ist leicht. Du kriegst ihn auch nochmal aus dem Graben gezogen, falls du irgendwo feststeckst. Was willst du mehr? Der ist schmal, perfekt für die englischen Straßen. Oder auch für deutsche Parkhäuser. Oder auch für deutsche Parkhäuser, genau. Die ja ungefähr zeitgleich gebaut wurden. Also ihr merkt, so, wenn die Frage nach einem Einstiegs-Youngtimer aufkommt, so ein Opel Astra F als jahrelang ungeliebtes Mauerblümchen, verheiztes, unterschätztes Winterauto, das Auto hat echt Talente, die man ihm vielleicht auf den ersten Blick gar nicht ansieht. Und ich meine, wir haben ja hier schon die gehobene Ausstattung mit zwei Airbags. Oh ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Oder? Ja. Und was allerdings fehlt, was er nicht hat, sind elektrische Fensterheber. Auch die gab es ja damals schon im Zubehörpaket. Ich glaube, Standard war diese tolle Anzeige mit der Außentemperaturanzeige. Und das phänomenale Radio- und Audiosystem. Ja, da hast du ja hinten auch die ausziehbare Antenne, so war das halt früher, auf 1,80 Meter Höhe ausgezogen, damit auch im Tal der Toten der Empfang ankam. Genau. Erwähnenswert ist auch das Schiebedach. Mhm. Elektrisch bedienbar. Das stimmt, das ist fast schon das einzig elektrische Teil hier im Auto, wa? Ja, genau. Und es funktioniert noch nach all den Jahren. Das ist phänomenal. Das ist cool. Und ist aber hier mit Fliegengitter, ja, noch genau. Von Camperzeiten, denn du hast ja in England tatsächlich im Auto gelebt. Ich habe im Auto gelebt. Wie? Ich habe das Ding zum Camper umgebaut, genau, habe mir alle Sitze, die ich nicht benötigt habe, rausgeschmissen. Habe mir dann eine Sitzbank, eine Liegemöglichkeit eingebaut, mit einem kleinen Regal. Ja, ich habe dann das Ding zum Camper umgebaut. Das war wirklich ideal, perfekt, also für mich alleine mit Hund. Ja. Besser hätte es nicht laufen können. Wie ist das so, auf 4,20 Meter Auto in einem Astra F zu leben? Es ist eng, es ist kuschelig. Das Geile ist wirklich, du hast in England hast du ja so verschiedene Flächen und Parkplätze, wo du tagsüber stehen kannst. Und dann hast du da so Schilder stehen, no motorhomes. Also hier keine Wohnwagen, keine Caravans und kein Übernachtparken. So. Jetzt hast du das Ding, den Vorteil, dass das Ding wirklich ein Auto ist. Ja. Das heißt, du fällst nicht auf. Du kannst dich überall hinstellen, legst dich nachts hin, pennst in der Kiste und fertig. Sehr cool. Also das war der größte Vorteil, den ich da wirklich sehr genossen habe. Ja, das glaube ich. Es würde wahrscheinlich auch bei so einem kleinen Astra auch Kinder damit rechnen. Denn von außen wirkt er ja relativ niedlich, obwohl er ein erwachsenes Auto ist. Ja, richtig. Ja. Also für die Zeit erwachsen, ne? Das musst du dazu sagen. Ja, stimmt, das war oder 4,15 Meter, glaube ich, ist Außenlänge beim Astra F. Es gab Zeiten, ja, da war das mal ein vollwertiger Kompaktwagen. Nicht so wie heute, wo Kompaktwagen irgendwie im Bereich von 4,60 Meter bald ist. Also, ja, es sind andere Zeiten. Das Ding ist zwar hoch wie ein Bus, aber hat wahrscheinlich mehr Offroad gesehen als sämtliche SUVs, die hier unterwegs sind. Schlecht wegetauglicher als Mercedes GLS. Mit Blue Efficiency, Airmatic, iDrive, was weiß der Geier noch alles. Genau. Und ich habe tatsächlich vergessen, wie geht so gut die Bremse ist. Ich fahre gerade zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder Opel Astra F. Aber es ist wie gehabt, er fühlt sich Drehmoment stärker an, als er ist. Man kann hier relativ niedertourig ganz locker um die 2000 Umdrehungen fahren. Durch die Dörfer rollen, außerorts ein bisschen Gas geben. So, und jetzt haben wir eine perfekte Gelegenheit, die meine Worte konterkarieren und es geht bergauf. Derweil kämpft sich der Astra im vierten Gang bei Tempo 70 den Berg hoch. Ja, es geht. Es geht alles und wir dürfen nicht vergessen, 1997 waren ja Zeiten, wo 60 PS im Opel Astra und 70 PS im VW Golf und 54 PS im VW Polo noch völlig
übliche Motorisierungen waren für Alltagsautos. Wir haben schließlich, sag mal gerade wir, Ossi-Geborene aus einer Zeit, wo Mama und Papa noch mit der Hälfte an Leistung rumgefahren sind. Ja, es hat gereicht. Die kamen auch, die kamen von Tharandt an die Ostsee und von Rostock ins Erzgebirge und überall hin und zurück. Richtig. Du merkst auch jetzt, dass es, wenn du hier drin sitzt, ist das Ganze entschleunigend. Ja. Also erstmal kannst du nicht schneller fahren. Ja, genau. Gewöhnst dich dann irgendwann an deine erzwungene Langsamkeit, aber dann fällt dir irgendwann auf, die Lenkung ist leichtgängig, die Sitze sind bequem. Bodenwellen. Ja. Welche Bodenwellen? Wenn das Fahrwerk sie nicht wegschaukelt, dann tun es die weichen Sitze. Richtig. Ja. Ist auch kaum zu glauben, dass das ein Fünfsitzer ist. Ne? Ja. Fünf Leute plus Gepäck kriegst du damit weg. Das glaube ich sofort. Dann wird es halt ein bisschen kuschelig und dann muss ich der 1,4er ein bisschen anstrengen. Aber ich glaube, wenn es irgendeinen Motor gibt, der das überlebt, dann ist es der. Und ja, wie du meinst, wenn er Rumänien überlebt hat, jetzt kann ihn eigentlich nichts mehr schocken. Ja, ein zutiefst pragmatisches Auto, was darüber eben auch wieder Glücksgefühle weckt. Und ich würde nicht unbedingt sagen, mehr Auto braucht man nicht zum Liebhaben, aber ich würde sagen, mehr Auto braucht man nicht zum Leben. Genau, das Fahrzeug ist wirklich im Alltagseinsatz bei mir. Also ja. Abgesehen vom Arbeitsweg dann im Winter, ich sag mal, Umweltschutz durch Langzeitnutzung ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ne? Warum alles neu kaufen, wenn es gutes, altes Zeug gibt? Ich sag mal, und gerade in dem Fall mit einem so simpel am Leben zu haltenden Auto, sparsam, zuverlässig. Also du kriegst Teile zu Wahnsinnspreisen. Ja. Das ist wirklich ein Witz. Der Unterhalt ist günstig. Ne? Hast du Steuer, sonst hast du auch nicht viel. Und die Verschleißteile, die du brauchst, das sind halt auch relativ simple Teile, weil das Auto eben leicht ist und nicht viel Masse bewegt, gefedert, richtig, gedämpft werden muss. Du brauchst keine 265er Reifen mit 21 Zoll Felgen und keine riesen Dämpferpakete für die Mehrlenker, Luftfederung, Niveauregulierung, Airmatic. Das ist nie eine Ikone, das ist ganz selten mal irgendwo von Opa, Oma wirklich lieb gehabt und mit dem Taschentuch gepflegt, sondern es ist ein Auto, was einfach praktische Talente hat. Und gerade weil es solche praktischen Talente hat, wurde es meistens wahrscheinlich im Alltag irgendwann runtergeritten, bis das der Rost euch scheidet. Und ich glaube aber tatsächlich, viele, die bis in die 2000er rein ihren Astra F gefahren haben und jetzt in irgendeinem rollenden Smartphone sitzen, die werden jetzt vielleicht, wenn sie dieses Video sehen, sich denken, ah ja, das waren eigentlich gute Zeiten. Ja, ich glaube auch, dass sie so ein bisschen dann in sich spüren, ja, wieder so eine einfache Technik zu bedienen. Ja. Na? Und wahrscheinlich auch immer angekommen sind. Ja, ich glaube auch. Oh, da singt ja der leicht raspelnde X14 Vierzylinder sein Lied dazu und unterschreibt es also mit diesem ganz eigenen Ton. Ich finde das sowieso. Der Motor hat so seinen eigenen Ton und wenn man das mal selber gefahren ist, finde ich, dann hört man den einfach raus. Genauso wie die Türschlösser. Es ist so charakteristisch, Türschlösser, Astra F, Vectra B, Opel Kadett. Wenn man das einmal im Ohr hat, dann erkennt man es immer wieder. Schönes Fahren, ne? Ja. Ist wirklich entspannt. Ich komme mir auch nicht untermotorisiert vor. Ich weiß, am Berg muss ich runterschalten, aber ich komme halt trotzdem berg rauf. Als Daily vollkommen ohne. Ja. Ich weiß, wenn ich Autobahn damit fahre, weil ich reise, also Reisetempo, würde ich wahrscheinlich 120 wählen. Mhm. Scheiß doch mal auf die paar Minuten, die ich später ankomme, genau, als wenn ich 130, 140 fahre. Ja. Aber ich weiß halt, ich quäle den nicht und auf die Art und Weise lebt er ewig. Und gerade wegen meiner nostalgischen Verbundenheit zum Astra F hatte ich tatsächlich selbst überlegt, mir einen wieder zu kaufen. Okay. Im letzten Jahr, als die Welt angefangen hat, noch mehr durchzudrehen als zu Corona-Zeiten ohnehin schon und Krieg zu spielen und die Spritpreise durch die Decke gegangen sind. Und ich dachte mir, das habe ich auch euch in dem Video erzählt, wo ich mich von meiner C-Klasse verabschiedet habe, was mir nicht leicht gefallen ist, war ein tolles Auto. Und ich war aber einfach an dem Punkt, wo ich sagte, okay, ich mache jetzt was radikal anderes. Es gibt kein modernes Auto, was die Anforderungen erfüllt, die ich haben will und mir gleichzeitig noch Spaß macht. Ich suche mir jetzt einen Youngtimer, wo ich jeden Tag Freude dran habe, den zu fahren. Der muss günstig zu reparieren sein, der muss unfassbar zuverlässig sein, egal wo ich mit dem hinfahre, egal wann ich mit dem hinfahre, egal zu welcher Jahreszeit, er muss laufen. Und da standen bei mir auf dem Zettel Opel Astra F, ein 6er mit 75 PS, Honda Civic EJ9 und BMW 316i, kompakt. Tja, dass es der E36 wurde, lag am richtigen Angebot zum richtigen Zeitpunkt und am Hinterradantrieb. Aber ich habe auch echt
so ein kleines bisschen habe ich mir gewünscht, auch wieder Opel Astra zu fahren. Und jetzt, da wir beide hier unterwegs sind und ich die Ehre habe, deinen Astra fahren zu dürfen, weiß ich auch wieder wieso. Es macht halt wirklich Spaß. Die Idee mit der Armlehne ist auch cool. Dies war sehr gut. Ja. Ein bisschen Luxus. Ein bisschen Luxus. Ja. Für mich, deswegen mache ich das auch bewusst nicht so wie in den anderen Videos, dass ich hier mit euch über Pluspunkte und Minuspunkte philosophiere. Denn die Schwachstellen des Autos, die kann jeder mit ein paar Minuten Google-Recherche herausfinden oder einfach irgendjemanden fragen, der das Ding kennt. Rost. Ja, das war's. Dann kommt ganz, ganz, ganz lange nichts und dann in Klammern Wartungsintervalle. Also Zahnriemen möchte schon mal gemacht worden sein. Ja, ja. Spaltmaße hat er? Ja, vorhanden. Ja, ist ein amerikanisches Qualitätsprodukt. Ja. GM ist nicht zu übersehen. Klappern, ja. Passiert halt mal. Ja. Ist alt, ist Opel. Alter, klappern die Knochen. So. Auch auf dem Parkplatz, ne? Die Leute werden ja auch immer rücksichtsloser. Ja. Ja, dann ist halt mal ein Kratzer drin. Hier hast du ja noch die Kunststoffstoßfänger, die im Zweifel dann zurücktreten, wenn du reinmachst. Richtig, richtig, genau. Das ist alles sehr, sehr einfach gehalten. Sehr wartungsfreundlich, du kommst eigentlich überall ran. Im Motorraum kannst du dir zum Schrauben fast noch einen Campingstuhl aufstellen. Ja, genau. Noch ein Heizpilz, falls es kalt wird. Ja. Und darin verbergen sich eben so viele Pluspunkte, dass ich die jetzt nicht extra einzeln mit jedem Smiley beleuchten muss, weil ansonsten geht das hier wirklich bloß batsch, 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 wird ganz viel. Und es ist paradox, dass bei so einem kleinen, einfachen, leistungsschwachen Auto es so viele Pluspunkte gibt, aber er hat halt so seine Talente und hat halt so seine Qualitäten und deshalb finde ich ihn liebenswert. Ja. Ist jedes Mal aufs Neue, wenn ich ihn aus der Tiefgarage raushole. Ja. So ein kleines Lächeln. Was denn, und gerade weil du ja auch das andere Extrem kennst, ne? Ja. Also ich glaube, größer können die Unterschiede nicht sein. Ja. Spoiler-Alarm, das ist ein Grund mehr übrigens, bitte unbedingt den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Es gibt schon oder es gibt bald zwei Videos mit einem Audi S6 C5 aus deinem Fuhrpark, der krasseste Gegensatz eigentlich mit V8 und Allrad, den man sich vorstellen kann, hier zum Astra F. Und, wie fühlt sich das an, wenn du S6 gefahren bist, so am Wochenende vielleicht eine Ausfahrt gehabt oder einfach zum Genuss und steigst dann wieder in deinen kleinen Astra ein? Ja, es erdet. Ja, das glaube ich. Noch ein Räucherstäbchen anzünden, dann hast du hier die schöne Atmosphäre. Es ist wirklich so, ne? Du weißt, dass du nicht viel hast, ja. Du erwartest nicht viel, also warum mit Messer zwischen den Zähnen durch die Gegend fahren? Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, um sich auf die Autos einzulassen, wenn du genau weißt, du hast nicht viel Leistung, du hast nicht viel Ausstattung und so weiter, es sinken automatisch die Erwartungen und du freust dich über alles, was das Auto kann. Genau, du freust dich noch mehr, wenn das Auto mehr schafft, als du dem Auto zugetraut hättest. Ja. Gerade die Straßen in Rumänien, die waren teilweise wirklich katastrophal. Und hey, er lebt noch, er ist noch hier. Ja. Es ist nichts kaputt gegangen. Es gibt in Deutschland jetzt dann eigentlich nichts mehr, was ihn noch schocken kann. Ja, liebe Freunde, das war der kleine Einblick in die Welt von so einem 60 PS Astra, den du ja ganz Europa gezeigt hast eigentlich schon. Eigentlich schon, genau. Ne? Und für mich so ein kleines bisschen zurückschwelgen in Erinnerung, so ein kleines bisschen Vergangenheit wieder vorholen und festzustellen, dass nicht alles schlecht war, dass die schönen Erinnerungen an meinen Astra F vollkommen gerechtfertigt waren. Ich bin den immer gerne gefahren und es war mir ein riesengroßes Vergnügen, jetzt deinen fahren zu dürfen. Vielen Dank dafür. Bitte gern. Jederzeit wieder, wenn du wieder das Verlangen hast. Dann das könnte tatsächlich passieren, dass ich noch zurückkomme. Reden wir gerne mal eine Runde. Sehr gerne. Dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin unbedingt gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren. Bitte beim nächsten Mal. Ich tatsächlich auch. Ja. Bitte unbedingt wieder einschalten. Ich habe euch lieb. Allzeit gute Fahrt. Ciao.